Sehr verehrter Herr Präsident, Frau Staatsministerin Grütters, sehr geehrte Damen und Herren. Das Wesen der Kunst ist es, Neues zu schaffen, Altes gegen den Strich zu bürsten, zu überraschen, schillernd, hässlich oder auch konfrontativ zu sein. Kunst muss uns nicht gefallen. Es ist nicht an uns als Politiker, Kunst zu beurteilen oder sie gar durch Vorgaben einer sogenannten Leitkultur zu gängeln. Die Älteren, möchte ich sagen, die ganz Alten, ich kann es auch noch, können sich vielleicht an die letzte, in Anführungszeichen, konservative Revolution erinnern. Die Mitte der 1980er Jahre von CDU, CSU unter Kanzler Kohl in der Bundesrepublik als geistig-moralische Wende aufgerufen wurde. Recht viel mehr als das Privatfernsehen und die Schwarzgeldkonten hat sie für unser Land nicht gebracht. Und sehr viel mehr ist auch vom Begriff der Leitkultur nicht zu erwarten, der inhaltlich wie bis heute wie eine Flasche leer ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kulturpolitik muss die Voraussetzungen schaffen, damit Kunst entstehen kann in all ihrer Vielschichtigkeit als Ausdruck unserer freien Gesellschaft. Und gerade heute, da wir uns mit der Spaltung unserer Gesellschaft konfrontiert sehen, muss ein entscheidendes Ziel die kulturelle Teilhabe für alle sein. Und dabei muss auch der Kulturbetrieb raus aus der Wohlfühlecke und diese Aufgabe mit Lust und Freude annehmen. Der Koalitionsvertrag geht von einem offenen Kulturbegriff aus, das begrüße ich. Sie erkennen die Notwendigkeit, die soziale Lage von Kreativen zu verbessern. Allerdings soll der Bericht dazu erst im Lauf der Legislaturperiode kommen. Warum so spät? Das erschließt sich nicht. Wie schon in Ihrem Koalitionsvertrag von 2013 kündigen Sie eine sachgerechte Anschlussregelung beim Arbeitslosengeld an. Wie diese Regelung ausgestaltet werden soll, bleibt nach wie vor offen. Mit dem jetzigen Koalitionsvertrag wecken Sie viele Erwartungen bei den Menschen, die im Kulturbetrieb tätig sind. Sie gehen damit eine große Verpflichtung ein. Wir als Opposition werden Sie kontinuierlich daran erinnern, dass dieser Vertrag mehr als schöne Worte auf Papier sein muss. Denn die Menschen, die im Kulturbetrieb tätig sind, brauchen ganz konkrete Verbesserungen. Was sie brauchen, ist die soziale Absicherung von Kreativen und Selbstständigen mit geringem Einkommen durch die Einbeziehung in die sozialen Sicherungssysteme. Wir brauchen hier mehr als Prüfabsichten der Regierung. Wir brauchen sozial-, arbeits- und vertragsrechtliche Mindeststandards, gerade dann, wenn Kreative nicht fest angestellt sind. Und das alles brauchen wir schnell. Die Kulturförderung muss transparenter und gerechter werden. Frauen sind in den Entscheidungsgremien des Kulturbetriebs noch immer deutlich unterrepräsentiert. Für die Kulturförderung muss die verbindliche geschlechtergerechte Quote gelten. Meine Damen und Herren, Sie kennen das Schillerwort von der Kunst als Tochter der Freiheit. Wir wollen, dass Künstlerinnen und Kreative sich einmischen. Wir wollen, dass sie uns andere Sichtweisen eröffnet und uns mit ihrem Talent bereichert. Wenn wir uns als Deutsche, als Kulturnation verstehen und rühmen, dann müssen wir heute für die Freiheit der Kunst gegen jeden Versuch der Normierung und Gängelung einsetzen. Vielen Dank. Wir kommen zum Themenbereich Digitalisierung und ich erteile das